Ja. Hilfe, fall raus. Okay, Baby. Du müsstest so rausspringen. Glücklicherweise ist es so laut. Wenn man rausspringt, zumindest aus einer gewissen Höhe, dann öffnet sich automatisch der Fallschirm und man fällt nicht in den Tod. Das ist ganz gut. Ja. Natürlich, wenn man zu weit unten ist am Boden und man springt raus, dann glaube ich nicht, dass der Fallschirm sich schnell genug öffnet und dann wahrscheinlich so tot. Ich habe keine Ahnung, ob das hier ist. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht, Mann. Alter. Alter, Mann. Man kann irgendwie sprechen. Alter, Mann. Jetzt wirklich. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Welche Chat-Dings bin ich? Ja, müsste mal hier. Was macht der denn hier für Tricks? Bist du ja auch. Zufällig irgendwas zu essen? Ja. Aber ich glaube, es bringt nicht viel, wenn ich jetzt was esse und dann müsste mein hier Durst auch komplett weg sein. Dann würde sich mein Blut von selbst wieder auffüllen. Sieht so geil aus. Wüsste mal gerne, wie das hier. Aber wie habe ich das gemacht? Wie das von außen aussieht. Echt, ich wüsste es zu gerne. Ich weiß nicht, ob man das auch von. Ich wüsste es echt zu gerne. Weiß das nicht, ob der Kopf sich dann auch so mitdreht oder. So. So. Ich weiß es nicht. Es sieht jedenfalls von dieser Ansicht total geil. Als würde man so den Kopf einmal komplett drumherum drehen. Panzer? Ja, der ist Panzer. Ach, oh. Der wackelt so. Spürst du ihn jetzt ab? Ja. Oh. Wir werden alle sterben. Warte, wie geil die Kamera sich so laut, mein Gott. Wie die Kamera sich auch immer so ganz komisch dreht. Gibt's ja gar nicht. Erstmal.
Ich will meine Leiche wieder haben. Was geht denn jetzt wieder? Okay, ich springe jetzt raus. Halo Jump, tschüss. Was? 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 What? Was? Wieso bin ich jetzt tot? Ich dachte, der springt jetzt raus. Der ist aufgestanden. Wieso? Wieso? Was habe ich getan? Normalerweise kann man doch einfach rausspringen. Ohne Schande. Das geht wirklich. Ich bin schon so oft rausgesprungen. Das geht so gar nicht. Nee, schon wieder. Ich wollte da nur rausspringen. Aber irgendwie hat's nicht geklappt. Und da bin ich schon wieder. Halo Jump Dark, sorry. Da steht dann einfach nur auf. Ja, jetzt bin ich schon wieder bei Tscherno. Also, meine Güte. Also ich bin bei Tscherno. Festsack. Was ist das denn? Hafen ganz hinten oder Dingens. Ja. Oder keine Ahnung. Wo ist denn der jetzt? Warte, ich muss in diese Richtung. Wo sind die? Also ich höre etwas. Was mir so aussieht. Aussieht vom Nebel. Hier. Vorne. Was denn da? Abstürzen oder was? Ich will hier landen.
Das muss ich jetzt machen. Hab ich meine Hand gehoben? Man kann leider nicht hier hingehen. Ich setze mich lieber. Ich will mich setzen. Ich sitze wieder an meinem alten Platz. Mein Stuhl fällt auseinander. Was? Natürlich, als Pilot hat man immer eine Map. Da. Tja, aber so schnell geht es, dass man wieder abgeholt wird. Wenn man natürlich nicht alleine spielt irgendwo. Ja. Lalalala. Und so schnell stirbt man. Man muss nur irgendwas Falsches machen, schon ist man wieder tot. Halo Jump hat wohl nicht ganz funktioniert. Ich glaube, der ist aufgestanden und sollte irgendwie so rausrennen. Normalerweise fällt man dann einfach an der Seite raus, wenn man abspringt, natürlich. Und dann öffnet sich irgendwann der Fallschirm automatisch. Und ja, dann kann man sicher landen. Normalerweise. Tja. Jetzt geht's wieder los. Da. Jetzt geht's los. Alles cool? Nein, natürlich nicht. Bin gerade schon wieder 1000 Mal gestorben, obwohl ich nur rausspringen wollte. Wo ist meine Leiche? Liegt die hier noch irgendwo? Was braucht ihr denn deine Map? Die klaue ich mir jetzt. Wo sind die? Schade, schon weg. Was geht denn jetzt ab? Was zum Henker? Das kommt nicht von mir. Hallo? Was bitte geht hier gerade ab? Was bitte war das? Wer war das vor allen Dingen? Warum macht das aus? Das hört sich voll schrecklich an. Kann man nicht irgendwie jemanden mieten? So, sie war das also. Macht die da einfach so komische Musik an? Ne? Gibt ja gar nicht. Das geht ja mal überhaupt nicht. Ist das Teil eigentlich hier noch an? Ja, gut. Alles noch cool. Alalala. Also Sachen erlebt man hier. Waren das gerade hohe CPU-Auslastung? Gut.
Also irgendwas stimmt doch hier mit diesem Rechner nicht. Vielleicht sollte ich den mal wieder entstauben. Geil, die Spiegelung hier drin sich auch einfach mit bewegt. Es spiegelt sich nicht die gegenüberliegende Wand, sondern die ganze Welt. Beziehungsweise wahrscheinlich einfach nur irgendein Bild. Schätze ich. Oder? Was geht denn hier ab? Geht's mir gerade ab oder was? Schade. Guck, normalerweise steigt man dann so aus. Gut. Ich hatte gerade Füße in der Fresse. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo meine Leiche liegt. War das da hinten irgendwo? Boah, guck mal hier. Alter. Die klaue ich mir jetzt. Was? Also ich hoffe nicht, dass die jetzt jemandem gehört. Aber die hatten ja auch, glaube ich, da ist gar nichts drin. Das verkaufe ich einfach wieder. Aber wie nehme ich jetzt die hier mit? Ich meine, die ist schon ein bisschen besser, aber fürs Ferne immer noch nicht gut genug. Jetzt muss ich nur meine Leiche irgendwie finden. Aber ich glaube, die haben doch nicht jetzt meine Leiche gelootet und das in das Teil getan, oder? Meine Leiche müsste hier irgendwo sein. Ich glaube da oben. Da oben. Da ist sie doch. Schau an. Nö. Tatsächlich ist hier noch alles drin. Also war da auch so eine Waffe drin, wie ich vorhin gekauft habe. Den Revolver nehme ich auch mal mit wieder. Karte, Axt natürlich. Das hier auch. Schmerzmittel. Komm. Ach, jetzt habe ich das in einem anderen Rucksack. Egal. Ist mir jetzt wurscht. Vielleicht schmeiße ich das auch alles raus und verkaufe einfach die Waffe. Da habe ich natürlich nicht mehr viel Platz. Das ist der Terminator. Der Zerstörer der Welten. Ich denke, ich habe alles. Ich glaube, eine viel bessere Waffe hat er auch nicht. Also vom Dings her. Es ist zwar ein Maschinengewehr, aber für die Ferne auch nicht geeignet. Was ist denn das hier? Was ist denn hiermit passiert? Vielleicht nehme ich die AK mit. Und verkaufe die. Ich weiß nicht, wie viele. Die gibt wahrscheinlich auch nicht besonders viel, aber hier sind sogar zweimal. Also die passt gar nicht hier rein, oder? Gerade so. Mein da.
Weil die Dose Essen hier, die möchte ich schon, schon gerne mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt besser ist. Revolver oder hier? Ach, egal. Da hinten. Ja, und wer nimmt mich mit? Ich sitze schon wieder hinten drin. Oh. Ich war's nicht. Oder landen die jetzt hier? Nice. Dum 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 dum. Jetzt geht's zurück. To base. Er liebt diesen Heli. Ich weiß nicht. Ich habe genauso einen, aber der hat sich so total bekloppt, möchte ich sagen. Ich kann einmal demonstrieren, warum. Also ich fliege ja immer in dieser Ansicht. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Ich bin ein bisschen laut. Ich fliege mal so, ja. Bei den anderen, die sind ja ein bisschen kleiner, die Helikopter. Da sieht man nicht die ganze Zeit hier das Hinterteil. Das nervt total. Total ätzend. Wenn man das die ganze Zeit hier der Kamera hat. Das nervt. Wo sind wir jetzt? Hier. Ich pack dir das einfach mal. Rausbringen möchte ich jetzt nicht. Was ist denn das Gelbe hier? Vor allem, was ist dieser Kreis da? Ich glaube ja nicht, dass sich diese Spiegelung mitbewegt. Also vorwärts, rückwärts, nur so bei Drehen. Wir sind zu schnell. Einfach durchgehen. Also ich denke, das war's auch erstmal. Ich bin jetzt oft genug gestorben. Hab jetzt eine einigermaßen gute Waffe. Zwar für weiter weg. Nicht so besonders gut, aber das macht ja erstmal nichts. Ja. Ist ja auch Stunag. Ist hier.
Das ist nämlich sehr günstig hier. Kostet nur, glaube ich, 4 Silber. Hat aber 30 Schuss. Also schon... Was denn jetzt? Für ein Geräusch. Ein Motorrad. Das geht nicht. Ich hab's probiert. Dann macht alles. Ich habe es probiert. Hat sich gerade angehört, als würde es gerade explodieren, ja. Hab schon gedacht jetzt. Was ist denn das hier? Ja. Also ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Gott, das hört sich an, als würde es direkt daneben stehen. Schluss. Ich habe nämlich noch was anderes zu tun. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Adios. Tschüss und bis bald.